Jo, und es geht natürlich direkt weiter. Was wollt ihr? Was macht ihr hier? Das ist das Kind, von dem ich erzählt habe. Ich verstehe. Mein Name ist von Ehren Bolgost. Ich bin der Baron des edlen Geschlechts der Deva. Lady Shen hat mir erzählt, dass diese Insel dir gehört. Stimmt das? Ja. Ich glaube, jetzt ist klar, dass das nicht mehr der Fall ist. Die Insel gehört nun den Elites unter meinem Befehl. Sie birgt eine mächtige Energiequelle. Ich fürchte, du wirst von uns hier wegziehen. Du wirst von hier wegziehen müssen. Für diese entstehenden Unannehmlichkeiten können wir dir natürlich eine Entschädigung zahlen. Kein Interesse, danke. Wenn du unser faires Angebot nicht annehmen willst, werden wir zu anderen Mitteln greifen müssen. Na Popo, lass sie gehen. Ich dachte, ich hätte all diese lästigen Kreaturen schon erledigt. Aber wie ich sehe, ist noch eine übrig. Lady Shen, kümmere dich um sie. Ja, Herr Baron. Und du, Kind, entweder verschwindest du jetzt von hier oder wir lassen dich verschwinden. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Das ist meine Insel und ich werde sie von Leuten wie dir beschützen. Deine Sturheit ist unbegreiflich. Wir sind der Fortschritt. Wir sind die Zukunft. Du kannst uns nicht aufhalten. Ich bin viele Jahre gereist, um diesen Ort zu erreichen. Kommt ja nicht näher, ich verbiete es dir. Wer bist du? Warum bist du hier? Ich bin Koa, die Wächterin meiner Insel. Wächterin? Du bist nur ein freches Kind. Ein Quälgeist. Törichte Menschen wie dich treffe ich auf jedem Planeten. Du bist ein Niemand. Du bist ein Nichts. Du bist nur Staub im Wind. Wenn du dich gegen Mara stellst, dann wirst du zu Staub werden. Es spielt keine Rolle, was du sagst. Ich werde diesen Ort verschlingen, so wie schon viele vor ihm. Und ich werde immer weitermachen, für die Ehre der Elites. Euer Meer ist doch nur eine Ressource. Und ihr lasst sie ungenutzt. Mara ist ein Ort voller Leben. Er gehört allen. Wir verdanken ihm alles. Ich werde dich zerstören, hörst du mich? Und wenn ich mit dir fertig bin, werde ich deine Insel verwüsten. Und dann allen Inseln in diesem Meer. Niemand wird mehr am Leben sein, um sich an dich oder deine Vorfahren zu erinnern. Nur ein großer violetter Fleck wird übrig bleiben. Aller Erinnerung beraubt. Das wird Mara nicht zulassen. Halt den Mund! Halt für immer den Mund, Herr Baron. Schon gut. Du kannst nicht einfach ein Meer aus reiner Selbstsucht zerstören. Ich kann tun und lassen, was ich will, Kind. Fink, zerstöre sie alle. CB154, mach sie kalt, los. CB, ich kann das nicht. Wie bitte? Seid ihr alle verrückt geworden? Fink! CB, gehorche mir und tu es. Es tut mir leid, Lady Shen. Herr Baron. Koa, lauf zum Tor. Haha, ich wusste, dass er. Fink, töte diese Arbeiter. Fink, töte diesen Arbeiter. Nein, CB, lauf! Und öffne das Torkor. Dies ist mein Geschenk. Oha. What? What? Weg ist er. Okay, das ist goldig. Akashi, Rizio! Fischi!
Sprech mit Nabopo. Okay, wir haben die Aliens auf jeden Fall besiegt. War super. Okay. Der Baron hat also... dachte, er könnte sich die Energie nehmen. Aber da ich Wächterin war, hat er das nicht hingekriegt. Super, finde ich supi. Jetzt muss ich mit Napopo sprechen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Elite jetzt passiert ist. Er hat sich einfach aufgelöst und weg war er. Finde ich super, dass der Zebi uns geholfen hat. Robben, Napopo, würdest du gerne für immer bei mir bleiben? Natürlich will sie das. Ich habe mit ihm geredet. Mit Mara. Mara hat mich gebeten, sein Wächter zu sein. Ich habe eingewilligt. Aber mit einer Bedingung. Mara wird mich nicht auf dieser Insel festhalten. Genau, wir werden durch das Meer reisen. Und uns um Mara kümmern zu können, müssen wir jeden Winkel kennen. Zupi, komm, ich bin mir sicher, es gibt etwas zu ernten. Und falls nicht, dann können wir ein paar Wassermelonen anpflanzen. Hättest du Appetit auf welche? Ja, sie sind echt lecker und so erfrischend. Wir könnten dann Wassereis machen. Wir brauchen nur Eis. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee. Komm, Napopo, heute ist ein schöner Sommertag. Kümmere dich gut um Mara. Okay. Okay. Super. Schön. So, trotzdem, sprich mit Edigan für den nächsten Auftritt und Schießpulver. Ja, will ich mal gucken, ob ich Wassermeloneis machen kann. Aber sollte ich eigentlich bestimmt machen können. Ich habe ja alles da. Holz für einen Stiel, eine Melone und ein bisschen Eis. So. Ja, ist natürlich eine große Quest. Kümmere dich um Mara. Was machen wir jetzt? Möchtest du ein Haus haben? Wer könnte nur ein Haus für uns entwerfen? Vielleicht Donna. Lass uns zu ihr gehen und sie fragen. Ja. Sprich mit Edigan, bring Herrn Ecko ein paar Fässer. Frag Donna, ob sie für Napopo ein Haus entwerfen kann. Das machen wir doch. Das machen wir doch. Ich dachte, die Donna wäre fettig. Die habe ich aber ganz vergessen, hier aufzubauen. Aufzuschreiben. Nee, warte, das war ja die Napopo, ne? Mit der Donna sind wir ja fertig. So, Donna. Wir haben Mara gerettet. Das ist alles wunderbar. Donna, kann ich dich etwas fragen? Aber sicher. Ich möchte ein Haus bauen. Kein sehr großes Haus. Ist es für eine kleine Freundin bei mir, die bei mir am Strand lebt? Könntest du eine Blaupause anfertigen? Ich denke schon. Super. Ich brauche etwas Papier und Tinte. Ich glaube, ich habe schon eine Idee für das Haus. Okay. Die Frage ist, wie kriege ich Tinte her? Tintenfisch. Vielleicht kann ich Tinte auch kaufen. Weil Tintenfisch ist, glaube ich, wird ein bisschen schwierig. Obwohl, warte mal. Nee, gar nicht. Ich habe ja beim letzten Mal aus Zufall herausgefunden, dass man hier Tintenfisch kriegen soll. Und dementsprechend, ja. Gut, die Cutscene hätte ich natürlich noch in den anderen Part mit reinnehmen können. Die 5 Minuten wären es jetzt nicht so tragisch gewesen. Aber na gut, dann ist es halt so. Ich dachte, der Balken wird größer, wenn wir eine bessere Angel haben. Hier fange ich natürlich den Tintenfisch, wie ich kann. Ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Na komm. Komm, Fischi, 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 Fischi. Wunderbar. So, warte mal, wenn mein Boot hier ist, ist ja egal, wo das steht. Warte mal, kann ich vielleicht hier irgendwie so ein bisschen... Ja.
So, die Akachi ist hier oben. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen... Okay, ich kann aber nicht einfach reinspringen. Na gut, Akachi hat sich gut abgesichert. So, Tinte. Jetzt brauche ich noch Wasser. Kümmere dich gut um Mara, das ist gut. Okay. Und noch einmal Tinte und mit Edigan muss ich noch sprechen. Für die Tinte brauche ich aber noch ein Glas, eine Flasche Wasser. Das sollte aber machbar sein. Dann will ich auch gleich nochmal mit dem Edigan sprechen. Ist die Frage, was mache ich zuerst? Ich kann auch einfach hier einen Schluck Wasser nehmen. Na gut, wer weiß, was das für ein Wasser ist. Aber ist ja egal, das ist ja für Tinte. Kleines, stimmt etwas nicht? Stimmt es wirklich, dass Haku deine Großmutter ist? Ja, woher weißt du das? Neuigkeiten verbreiten sich in dieser Stadt in Windeseile. Wenn du direkt mit Haku verwandt bist, schuldest du mir ziemlich viel Geld. Wie bitte? Deine Großmutter hat vor ein paar Jahren einen Kredit bei mir aufgenommen, um ein Boot zu kaufen. Ich schätze, es ist dieser alte Kutter, mit dem du hier herumfährst. Ich kann nicht verstehen, dass diese Rostlaube so viel Geld gekostet haben soll. Es ist ein wirklich hübsches Boot. Sei nicht so gemein. Schon gut, in Ordnung. Ich muss dich jedoch darüber informieren, dass du dieser Bank noch Geld für ein ausstehendes Darlehen schuldest. Warum? Deine Großmutter hat einen Vertrag unterzeichnet, der besagt, dass sie sowie alle eventuellen Familienmitglieder dafür verantwortlich sind, dieses Darlehen zu begleichen. Egal ob enge oder entfernte Verwandte, die Familie haftet für diese Schulden. In diesem Fall bist du das. Ich möchte dich natürlich nicht zu sehr unter Druck setzen. Du kannst deine Schulden in Raten begleichen. Wenn du sie jedoch nicht bezahlst, haben wir das Recht, deine Vermögenswerte und deinen Grundbesitz zu pfänden. Oh, das klingt nicht gut. Bezahle Yaya Hakus Schulden für den Bootskredit bei Edigan. 10.000! Willst du mich veräppeln? Ich würde dir am liebsten die Bank in die Luft jagen. Warte mal, Lizio, Akachi. Oh, dieser Lümmel. Da haben wir ja was zu tun. Warte mal. Ist egal, das kriegen wir schon hin. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir jetzt nichts. So, das haben wir. Jo, ich könnte natürlich noch Bananen und so ein Kram farmen. Ansonsten ist halt wirklich viel abgeschlossen. Dunner, das ärgert mich. Das ärgert mich so sehr. Das ärgert mich wirklich so sehr. Das mit der Zahnprothese, dass das so richtig... Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Das ist wirklich so ärgerlich. Weißt du was? Ich fahre direkt zum Schwarzen Vulkan. Da kann ich ja... Da habe ich ja alles. Und wenn das wirklich die letzte Aufgabe ist, hier die 10.000 da reinzuholen, dann werde ich das wahrscheinlich nicht im Let's Play machen. Weil ich mal Sachen verkaufen und den Kram abbezahlen ist ja kein Problem. Das wäre natürlich schon schön. Hier hast du das Papier und die Tinte. Sehr gut, gib mir einen Augenblick. Das war's? Ja, ich habe mich von den Küsten Maras inspirieren lassen. Gefällt's dir? Ja, und ich wette, meiner Freundin wird es lieben. Ich brauche einige seltene Materialien. Das wird toll aussehen. So, das ist ein neues Bauelement. Baue Napopos Haus auf Kors Insel. Okay, handeln. Was kann ich dir denn verkaufen? Okay, das brauche ich nicht mehr. Bretter kann ich auch mal halbieren. Obwohl, nee, besser nicht. So, Heimatinsel. Und dann gucken wir mal, ob ich dann anfangen kann. Aber vorher will ich noch gucken, ob ich noch Bananen finde. Es kann doch nicht sein, dass das so lange braucht hier. Ich will erstmal Bananen absammeln, bevor ich jetzt hier das Haus für die Napopo baue. Mal gucken. Ob hier ein paar Bananen rumliegen. Die Krabbe hat bestimmt die Bananen hier gespachtelt. Mann.
Na gut, dann werde ich wahrscheinlich für die Fässer... Ich könnte natürlich hier ein bisschen was sammeln. Und dann könnte ich nämlich das Silber hier nehmen, daraus Barren machen und diese dann einfach verkaufen. Und natürlich am Vulkan könnte ich auch nochmal was sammeln. Also ich denke mal, die 10.000 kriegen wir locker zusammen. Das ist nicht das Problem. Mir geht es eher so darum, dass ich dem blöden Halunken da das Geld geben muss, was mir überhaupt nicht gefällt. Einfach weil der so ein richtiges Arschloch ist. Entschuldigung, aber so ist es jetzt einfach mal. Ich mag den überhaupt nicht. So ein richtiger Geizkragen. Also die Co. hat niemandem was Böses getan, hat jedem immer versucht zu helfen. Und der kommt dann an und will noch 10.000 von ihr haben. Und dann noch mit diesem Grinsen. Aber wenn es nach mir gehen würde, ich würde ihn einfach aus der Bank treten. Aber das macht man ja nicht. Naja, wenn es ihm irgendwann mal schlecht geht, Koa, gehst hin und lachst ihn aus. Man kann natürlich hoffen, dass es dann Leute gibt, die dann sagen, lass dein Geld stecken, Edegan. Mir werden dir nicht helfen. Dafür bist du zu eklig, komm alleine mit klar. Und dann wird er sich schon... Dann wird's gelernt werden. Dass Geld und Habgier nicht alles ist. Und dass man irgendwann so behandelt wird, wie man andere behandelt. Wenn man andere nämlich nur mag wegen Geld und immer nur der Kohle hinterher ist, dann darf man sich nicht wundern, dass die anderen auch einem nur mögen, weil sie dann dafür bezahlt werden. Oder solange man von diesen Menschen was zu kriegen hat. So ist das, so ist das. So, jetzt geht's zur Heimatinsel. Ein bisschen Kohle haben wir ja. Können wir den Part noch ein bisschen füllen. Und ja. Das mit den Pulverfässern. Ich weiß nicht, ob ich das... ich würde es natürlich schon gerne im Let's Play drin haben. Aber auf der anderen Seite müsste ich dann so viel abgrasen und so viel farmen. Ich glaube, das wird so nix. Dementsprechend... Ja. Vor allem würde ich auch gerne mal die Mine erweitern. Dafür brauche ich einfach viel zu viele Bananen. Dafür brauche ich zu viele Bananen. Obwohl, warte mal, ich will mal was probieren. Dann würde ich mich hier unten einfach noch ein paar Bananenbäume pflanzen. Und dann baue ich hier nämlich einfach mal einen kleinen Brunnen hin. Ich habe keinen Eimer. Nein, ich habe keinen Eimer für... Habe ich meine Eimer alle verkauft? Guck mal, Ananas gibt's, weißt du? Aber Bananen irgendwie... So. So, Werkstatt, Eimer. So, Wunderbar. Dann gucke ich mal, wie viel Kupferbarren ich machen kann. 7 Stück, das ist wunderbar. Das ist super. So, Lehm kann ich auch noch machen. Davon müsste ich doch eigentlich auch genug Steine für mittlerweile haben. 15 Stück, das ist wunderbar. So. Gemälde. So, dann würde ich nämlich es so machen. Ich gieße das jetzt dann einfach mal, weißt du? Ich baue hier dann einen kleinen Brunnen hin. Nein, ich habe keine Steine mehr. Das ist mir ja noch nie passiert. Ah, habe ich ganz vergessen. Na gut, ist kein Problem. Dann gehe ich mal in die Mine. Warte mal. Es ist komisch, dass die Bananen so selten wachsen.
Oder die lösen sich einfach die ganze Zeit auf und ich vergesse es. Aber das glaube ich nicht. So, dann mache ich das einfach am nächsten Tag. Und werde hier einfach noch einen... So. Ich versuche jetzt so wenig wie möglich zu essen. Weil ich hier jetzt eigentlich nur noch die Sachen abgrasen will. Hallo, Robbe. Oh, Kors Insel wird lebendig. Ein richtiger Zoo. Wir haben jetzt Gänse, wir haben Mäuschen da. Wir haben ein paar Robben hier. Das ist super. Oh, Pizza gibt volle Energie. Das ist perfekt. So, jo, was ist denn mit Haku, mit Yayahakus Blumen? Die müssten doch auch wieder gewachsen sein. Nein, sind sie nicht. Na gut. Laufe ich mal hier so ein bisschen rum. Hallo Geister. Blub, 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 blubbidi blub. Schön, dass ihr da seid. Ah, schön. Hier geht's allen gut. Also langsam, ich glaube, die Kuh ist echt nicht einsam. Braucht sie gar nicht. Die hat so, guck mal, die hat ganz viel Schweinchen hier, die hat Schafe hier, die hat Enten hier. Ne Entchen. Ja. So, erstmal schlafen. Dann Brunnen bauen. Dann kann ich nämlich unten die Bananen-Dinger hier mal gießen. Ich weiß nicht, ob es das, ob es wirklich was bringt. Ich sag's mal so, ich glaube eigentlich nicht. Aber wer weiß das schon. Das mit den Bananen finde ich ein bisschen gruselig. So, aha. Muss ich da vielleicht einen Eimer gießen, reingießen? Oh, Krabbe, komm. Na gut. Macht nichts. So, Napopos Haus. Du kannst das Bauelement nur irgendwo auf dem festen Boden bauen. Ja, die Frage ist, wo? Wo habe ich denn noch so einen Platz? Wo habe ich noch so einen Platz? Stehen etwa bei mir? Apropos sowieso hier immer. Hä? Ah, das Spiel ist verbuggt. Ich glaube, das Spiel muss ich einfach mal neu starten. Guck, das klappt. Aber wenn ich Napopos Haus jetzt benutze, obwohl ich alle Materialien habe, wird das nichts. Oder warte mal, wo muss ich denn das bauen?
Bezahle Jaku Schulden, baue Napopos Haus auf Koas Insel. Ja, hab ich doch. Ich bin doch hier. Die Frage ist, warum kann ich das jetzt nicht bauen? Du kannst dieses Bauelement nur auf festem Boden auf deiner Heimatinsel bauen. Es hat aber kein Sternchen. Das war nur beim Gewächshaus. Werkstatt. Könnte ich auch bauen. Hier brauche ich einfach noch Fässer mit Schießpulver. Ja, ich habe keine Ahnung, was da los ist, warum ich das jetzt nicht bauen kann. Gut, ich würde sagen, ich mache nach dem Part, starte das Spiel einfach mal neu und gucke dann mal, ob das dann besser läuft. Bringe die Zahnprothese, ja, die ist ja buggy. Das ist natürlich ärgerlich. Ach so, die Schweine wollte ich füttern. Weil die ja viele Trüffel geben. Und die Trüffel wollen ja... Die Trüffel werden... geben gut Geld. So, wenn ich alle Schweine fütter, müsste ich doch eigentlich einiges an Trüffel haben. Ich will erst alle Schweinchen füttern. Wie viele Schweinchen habe ich jetzt eigentlich? 5 Stück mindestens. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Echt nur 7? Kommt mir ein bisschen wenig vor. Ja, dem Schweinchen geht's gut. Mach trotzdem mal hier die Tür auf. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 7. Wirklich? 7 Schweinchen? Ich meine, es wären mehr. Ja, es ist komisch. Na gut, ja, kümmere dich um Mara. Super. Aber warum? Warte mal, ich will mal mit Napopo sprechen. Vielleicht muss ich ja mit ihr erstmal sprechen darüber. Das kann natürlich sein. Was ist los? Vielleicht hier oben? Was ich nicht glaube. Was ich nicht glaube. Ich bin leicht überfragt. Na gut, Hauptstory haben wir durch, nehme ich mal an. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich mal nach Köln, verkaufe den ganzen Kram mal. So. Okay, Koa fehlt noch. Echo fehlt noch. Edigan fehlt noch. Napopo. Ja, die 4, die habe ich auch noch hier auf der To-Do-Liste. Problem ist natürlich, dass die Millie buggy ist. Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Kümmere dich um Mara. Wahrscheinlich müssen wir jetzt alle anderen Quests zu 100% machen. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Einfach aus dem Grund, weil ich das jetzt einfach nicht schaffe, weil die Milli-Quest verbuggt ist. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So, Tintenfisch kann weg. Der kann eigentlich weg. Keine Ahnung, was damit los ist. Brombeeren kannst du ein paar haben. Aber auch nicht so viele.
So, was willst du haben? Mhm. So, du willst den haben und den Schwertfisch kannst du natürlich haben. Ich will jetzt die Ediger-Mission noch machen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, eigentlich kannst du alle Früchte haben, die zumindest auf Bäumen wachsen. Die bezahlt uns nicht viel für die Dinger, ne? So, wen kann ich denn sonst noch auf die Nerven gehen? Den hier, die beiden hier. Ja, ja, ist ja gut. So, Aubergine. Nö. Ein paar Sachen möchte ich gerne behalten, einfach, dass wir es im Inventar haben. Ich glaube nicht, dass wir es noch brauchen. Wir könnten theoretisch jetzt alles verkaufen, was wir haben. Aber eigentlich... Ah, Weizen habe ich genug. So, Kakao, Sardine, Eis. Aber eigentlich gibt er mir auch nicht so viel. Ich könnte gucken, ob ich zu Akachi gehe. Die kauft mir den Lehm, die kauft mir die Handwerkszutaten ab. Und am nächsten Tag kann ich dem Penner dann endlich seine 10.000 geben. Ich hoffe, dass er mich dann endlich in Ruhe lässt. Ich mag den so gut wie gar nicht. Ich finde das auch ganz komisch, weil die Yaya Haku ist jetzt nicht so eine, die sich jetzt so, die jetzt so einen riesen Kredit aufnehmen würde. Ich glaube, der zieht mich da ganz schön ab. Der ist nicht ehrlich. So, Akila. Brombeersaft, die Perle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Silberbahn kann ich ja herstellen, das ist kein Problem. Wunderbar. Dann sind wir den Eligan fast los. Das ist eigentlich ganz gut. Dementsprechend mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. So, Akagi, meine Liebe. Ja, Batterien, aber die gibt es so selten. So, Rohkupfer. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich doch nicht so viel zum Verkauf. Dementsprechend, mal gucken, vielleicht kann ich der Saimi noch was andrehen. Oh, Meeresring. Super. Hier kann ich auch noch ordentlich was verkaufen. Ich kann hier, ich, weißt du was, ich gebe ihr jetzt einfach mal alle, wie heißt, oh, Honig will sie auch haben. Oh, perfekt. Perfekt. Ja, das dauert jetzt ein bisschen mit den Eiern. Weißt du was? Ich verkaufe hier nicht alle. Die Eierblume kann sie haben. So, die Muscheln kann sie alle haben. Die Muscheln kann sie echt alle haben. Ich denke mal, dann habe ich auch mehr als genug. Also ich habe jetzt schon mehr als genug, aber... Muscheln kann ich wieder sammeln. Eier finde ich bei den Hühnern. Dementsprechend ist alles wunderbar. Super. So, dann gehe ich am nächsten Tag zu dem Edigan. Gib ihm sein Geld und dann soll er mich gefälligst in Ruhe lassen. Ich hoffe, dass es nicht noch eine Aufgabe gibt. Ich mag den so gut wie gar nicht. Der hat nicht wirklich was für mich getan. Der wollte immer nur, wenn er was tun musste, dann musste ich ihm das Doppelte zurückgeben oder irgendwie doppelt was für ihn geben und immer nur Kohle und er ist so ein richtig unangenehmer Zeitgenosse. Und immer dieses dreckige Grinsen. Allein schon der Name ist eklig.
Und bäh. So, weißt du was? Ich nehme mal so ein Zelt. Jo, das Haus mit der Napopo ärgert mich jetzt. Das ärgert mich wirklich. Weil ich nicht weiß, wo ich das bauen soll. Aber gut, bevor ich jetzt das Spiel jetzt neu starte und eine neue Aufnahmesession mache, würde ich sagen, das wird ja dann das wird jetzt auf jeden Fall der letzte Part. Ich mache hier, was ich kann. Und wenn die Napopo dann halt irgendwie... Das war alles, oder? Ja, ich glaube schon. Warum hat meine Großmutter den Kredit nie zurückgezahlt? Wer weiß. Es war das schlechteste Geschäft meines Lebens. Ich werde nie wieder Geschäfte mit kleinen Mädchen oder Großmüttern machen. Und jetzt bin ich anscheinend nicht mal mehr in der Lage, gute Geschäfte mit Elitz zu machen. Mara ist definitiv dem Untergang geweiht. Halt die Fresse. Raus mit dir, Kind. Du verkraust mir die Kunden. So, hab ich Illigan jetzt abgeschlossen? Gott sei Dank. Endlich. Mara ist nicht dem Untergang geweiht. Für dich ist einfach hier nichts mehr zu holen, du Geizhals. Sieh zu, dass du Land gewinnst, hau ab. So, können wir dich um Mara, das ist soweit okay. ja, die Schießpulver, Fässer mit Schießpulver muss ich halt abfarmen und baue Napopos Haus auf Koas Insel. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Und das kann ich ja nicht machen, weil das irgendwie blöd gelaufen ist. So. Warte mal. Weißt du was? Ich will mal was probieren. Ich will wirklich mal ganz kurz was probieren. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo noch mal tauchen kann und vielleicht was finde. Dass ich sage, ich habe irgendwo noch eine Dingsbums. Irgendwo, wo ich halt noch tauchen kann oder so. Dass ich da irgendwas finde. Das wäre natürlich super. So ein Schlüssel. Warum eigentlich nicht eine Glasflasche? Das war jetzt nicht so sonderlich super. Und Holz. Naja. Ist egal. Ich klappe das nochmal ab. Vielleicht habe ich ja Glück und kann nochmal irgendwie Zähne von dem finden, was eigentlich ein bisschen unlogisch ist. Aber generell ist es total unlogisch. Also, dass ich dem die Zähne nicht geben konnte und dann erst nochmal Dingsbums und, es ist alles ein bisschen komisch. Ich muss gucken, wie viel Geld ich noch habe. Das ist irgendwie komisch. Die Zähne hätte ich dem echt vorher geben müssen. Oder der Marktfrau. Ja, das ist komisch, dass er mir sie gegeben hat, obwohl ich sie noch gar nicht bekommen habe. Ich habe Feuerwerk gefunden. Okay. Ich gewusst hätte, dass ich da... Öffne die Schatztruhe und kehre zu der Rettungsboje zurück. Wunderbar. Ein Schlüssel. Ja, okay. Ich glaube, da muss ich einfach nochmal alle Schatzkarten kaufen. Aber das mache ich dann privat. Also, ich sag's mal so. Dafür, dass das Spiel so verbuggt ist, mit den Aufgaben, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich hatte echt Motivation. Aber mit diesen zwei Bugs, macht das echt keinen Spaß. Vor allem weiß ich halt nicht, ob ich die Quest jeweils beenden kann. Weißt du was, ich probiere es nochmal auf der Heimatinsel. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, reicht es dann auch für heute. Generell dann, weil ich müsste das Spiel dann wahrscheinlich neu starten. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust jetzt. So, bauen. Ich habe doch... Jetzt habe ich keine Muschel mehr. Es läuft auch wirklich alles schief. Was schief laufen kann.
Egal. Hat nicht funktioniert. Ich werde das Spiel auf jeden Fall privat noch ein bisschen weiterspielen. Weil erstens möchte ich schon gerne irgendwann mal die Dingsbums haben. Na, wie heißt's? Die Mine fertig bauen und die drei Schießpulver-Dinger noch. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, dass das Spiel sich jetzt noch so lange zieht. Und brauchst ja so viel davon, ne? Und dementsprechend... werde ich jetzt einfach mal ein paar Bananendinger hier noch einpflanzen. Und dann sollte das gehen. Und ja, ich würde sagen, es war wieder eine schöne Reise auf jeden Fall. Hat mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Sommer in Mara, ein schönes Spiel. Der Entwickler hat es echt geschafft, dass man so ein kleines Urlaubsfeeling hat, dass man ein bisschen mitgefeiert hat. Und dass man echt Spaß hatte mit der Core. Und ja, es war ein schönes, nettes Projekt. Hat sich vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ich würde sagen, war es wert. Und jo, bis dahin. Das hat natürlich jetzt ein bisschen geärgert, dass es mit den Quests so ein bisschen blöd gelaufen ist am Ende. Das hat den Spielspaß so ein bisschen verdorben, so, sage ich mal so. Privat werde ich die Insel vielleicht nochmal ein bisschen umgestalten, nochmal umbauen. Gucken, ob ich da noch was anderes hin und her bauen kann. Ein paar Sachen nochmal holen, vielleicht noch ein bisschen auf Schatzsuche gehen und so weiter und so fort. Alles nochmal in Ruhe erkunden, mal in Ruhe angucken. Aber mit Aufnahme, mit allem drum und dran bin ich jetzt fertig. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn gewünscht, kann man natürlich das Spiel in einem Stream vielleicht ganz gerne nochmal ab und zu mal aufmachen und gucken, wie sich das so entwickelt, wie ich mit der Koa hier weitermache, wie ich die Insel umdekoriere. Wenn ich sie umdekoriere, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ein paar Sachen haben mich ein bisschen genervt. Zum Beispiel, ich lasse das jetzt trotzdem einfach mal laufen, habe mich einfach so ein bisschen genervt, weil ich einfach, Pfirsichbaum oder Granatapfelbaum, dass man den nur oben auf dem Berg pflanzen konnte. Dann natürlich auch noch die beiden Quests jetzt, die jetzt verbuggt sind, dass ich das Haus von der Napopo jetzt nicht bauen konnte, war ein bisschen ärgerlich. Dass wir nur einmal diese Zahnprothese bekommen haben und dementsprechend eine von beiden Quests nicht wirklich machen konnten, war auch sehr ärgerlich. Und ja, es ist ein bisschen blöd, dass es überhaupt möglich ist, so ein Game Break zu machen. Und naja, gut, aber trotzdem macht's gut, Leute. Ciao, euer Grafi. Bye, bye.